Ja, hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Reise nach Süditalien. Im heutigen Video beschäftigen wir uns ausschließlich mit der Amalfiküste. Wir besuchen Sorrent, Positano und Amalfi. Wir sind sehr viel mit unserem Roller unterwegs und am Schluss benutzen wir auch den Zug. In diesem Video wird es sehr spannend und auch unsere Pannenserie holt uns wieder ein. Also starten wir los. Viel Spaß dabei. Im letzten Teil des Videos sind wir ja am frühen Nachmittag am Campingplatz angekommen. Wir nutzen diesen Nachmittag noch für einen Rollerausflug nach Sorrent. Die Stadt selbst liegt auf einer Tuffsteinterrasse ca. 50 Meter über dem Meer. Wir parkten am Motorradparkplatz, den ihr im Hintergrund seht, und fuhren mit dem Aufzug die Steilklippen hinauf in die Stadt. Bezahlen muss man 1,10 Euro für die einfache Strecke. Die Stadt selbst ist typisch italienisch. Alte Gebäude, enge Gassen, viele kleine Geschäfte. Schon die Kleinsten sind hier mit dem Roller unterwegs. Das ist übrigens die Straße in den Hafen und zum Motorradparkplatz. Zurück hinunter in den Hafen gingen wir den Weg zu Fuß. Abendessen im Restaurant vom Campingplatz mit Zaungästen. Heute besuchen wir Positano und Amalfi. Das wird ein wundervoller Tag, dachten wir. Gemütliches Frühstück und dann ging's los über die Berge zur Amalfiküste. Erste Station Positano. Was man wissen sollte, die Durchzugsstraße geht oberhalb der Stadt vorbei. Durch die Stadt selbst führt eine Einbahn, die sich zuerst bergtalwärts schlängelt und auf der anderen Seite wieder hinauf. Wir parkten sehr weit oben, gleich am Beginn der Einbahnstraße. Und so gingen wir dann den Weg hinab bis zum Strand. Musik
che l'ora. Sempre o perdonare e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera. Wenig los war an diesem Tag auch nicht, aber das ist es wohl niemals hier. Dio, come batte il suo cuore. La gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora. Nach der Stadtbesichtigung fuhren wir dann die Einbahnstraße gezwungenermaßen noch durch die Stadt. Diese Aufnahmen sind hier stark gekürzt. Wer das im Original sehen möchte, ich mache ein eigenes Video davon. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera. Risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Und wieder angekommen auf der Hauptstraße, ging's Richtung Amalfi. Ho preso la chitarra e suono. Positano gefiel uns eigentlich besser als Amalfi, rein von der Lage her. Aber gesehen haben muss man beide Städte. Suono per te, la senti questa voce, chi canta?
che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Nach den vielen Eindrücken der beiden Städte machten wir uns gemütlich auf den Rückweg zum Campingplatz. Wir zeigen euch auch die Verkehrsverhältnisse auf dieser Küstenstraße. Sehr breit und viel Platz hat man nicht und wenig Verkehr ist auch gerade nicht. Dazu noch die Hitze und zu zweit unterwegs sind für den Roller keine günstigen Voraussetzungen. Und dann gibt's da noch komische Rollerfahrer. Die gesamten Aufnahmen dieser Strecke packe ich euch in ein extra Video. Ho la mia vita là, sapessi come mi ritorno in mente insieme a lei. Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, lei non mangiava se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo per amore. Da war sie wieder. Die Pannenserie hat uns wieder. Plötzlich blieb der Roller stehen und machte keinen Mucks mehr. Jetzt standen wir hier in Positano und ich wusste nicht, was wir tun sollen. Der Roller war recht heiß geworden, aber dann gleich tot? Warum gerade hier? Erstmal warten und abkühlen lassen. Das riet mir auch mein Freund Christian. Vielen Dank an dieser Stelle an dich für die telefonische Unterstützung. Nach ein bisschen Tüfteln und Überlegen bemerkte ich, dass die Sicherung der Zündung kaputt war. Ersatzsicherung war dabei, also schnell ausgewechselt und siehe da, Motor lief. Also noch ein bisschen abkühlen lassen und dann vorsichtig weiterfahren. Weiter ging die wilde Fahrt. Hey.
verità. Oh nein, dasselbe Spiel nochmal. Sicherung kaputt. Aber der Roller war gar nicht so heiß geworden. Und Ersatzsicherung hatte ich auch keine mehr dabei. So marschierten wir erstmal einige hundert Meter zurück zu einem Parkplatz, wo ein Gemüsestand war. Dort haben wir uns Hilfe erhofft. Doch leider war die Kommunikation sehr schwierig, da der Verkäufer kein Englisch sprach. Kurzerhand entschieden wir, ich kümmere mich um den Roller und Karin kümmert sich darum, wieder auf den Campingplatz zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo die nächste Busstation ist, wussten wir soweit. Aber Karin hatte kein Handy mit. So war sie dann zu Fuß auf der Straße unterwegs, mit dem Helm in der Hand, Richtung Busstation, mit einem Zettelchen, wo die Adresse vom Campingplatz drauf stand, in der Hoffnung, dass sie jemanden findet, der Englisch spricht. Ich ging zurück zum Roller und entschied mich dafür, die Sicherung vom ABS zu nehmen. Ich konnte zwar fahren, hatte aber keinen Tacho mehr. So brachte ich den Roller zum Campingplatz und 10 Minuten später war Karin auch schon da. Sie hatte glücklicherweise bei der Busstation einen Taxifahrer, der Englisch spricht, davon überzeugen können, dass er sie unbedingt zum Campingplatz führen muss. Die Höhe der Taxirechnung will ich an dieser Stelle nicht verraten. Also Ende gut, fast alles gut. Den Abend ließen wir dann mit einem Abendessen bei Mustafa ausklingen. Heute hatten wir eigentlich vor, mit dem Roller nach Pompeji zu fahren, aber nach den gestrigen Eskapaden damit haben wir entschieden, wir nehmen den Zug. Gemütlich gefrühstückt und auf mit dem Bus zum Bahnhof. Oh nein, was war jetzt wieder los? Da bleibt doch tatsächlich der Zug im Tunnel einfach stehen. Ja, da ist der Antonio. Antonio, der Zugbegleiter, und der Fahrer versuchen circa eine Stunde den Zug wieder in Bewegung zu setzen. Am Schluss hilft nur mehr telefonieren und Hilfe holen. Also wurde der Zug an einer aufgelassenen Station einfach geleert. Ein zweiter Zug kam und brachte uns wieder dorthin zurück, wo wir hergekommen waren. Jetzt muss man dazu sagen, die Strecke ist eingleisig, das heißt, wir wussten, nach Pompeji kommen wir heute nicht mehr mit dem Zug. Also beschlossen wir, in die andere Richtung weiterzufahren und besuchten ein zweites Mal Sorrent. Bei einem Café in Sorrent haderte ich dann schon ein bisschen. Wie kann man nur so viel Pech haben? Und was kommt noch alles? Und eines sei gesagt, es war nicht die letzte Panne. Karin nahm's locker. Heute starten wir den zweiten Versuch nach Pompeji. Aber diesmal fahren wir nicht mit dem Bus, sondern gehen zu Fuß zum Bahnhof. Wieder ein gutes Frühstück und danach machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Und was soll ich sagen, heute klappt alles. Also fast. Denn als wir nach Pompeji kamen, wunderten wir uns, warum so viele Leute da waren. Des Rätsels Lösung, heute war Sonntag, der 1. Oktober. Jeden ersten Sonntag im Monat ist freier Eintritt in Pompeji. So haben wir wiederum einiges gespart, um einen kleinen Teil der Taxirechnung wettzumachen.
Mit Bildern von Pompeji möchte ich euch nicht langweilen. Man muss es aber in jedem Fall gesehen haben, am besten mit einem Audioguide. Denn nach 3 Stunden war unser Kopf so voll, dass nichts mehr hineinging. Und Menschen ohne Ende. Und am Abend gab es dann noch Live-Musik am Campingplatz.